Recht herzlich willkommen zur 89. Folge von, 90. Folge von Grand Age Medieval. Ja, hier haben wir gleich verloren, ne, wie man sieht. Da ist schon wieder weg. Das heißt, wir müssen definitiv mehr Truppen haben, um da zu bestehen. Und dazu brauchen wir wahrscheinlich gemischte Truppen, das ist klar, aber auf gar keinen Fall hier Speer, ne? Ist das ein Speer? Ich glaube, das ist ein Speer, den wir da produzieren. Schaff den mal ab. Weil die anderen... Ah, der war vielleicht auch so einer. Okay. Dann bilden wir den aus. Ne, das war der. Super, hat gut geklappt, aber war sowieso noch nicht angefangen. Wegen zu wenig, glaube ich, ne? Gut, das ist eine Landwehr. Die haben wir noch gar nicht ausgebildet. Was fehlt denn hier überhaupt? Ja, okay, Bilanz ist klar. Gucken wir weiter nach da unten. Da hatten wir irgendwo auch noch Truppen, die wir ausbilden konnten. Oh, stopp, wir sind schon vorbei. Hier rechts war das. Und da steht ein Pferdebogner. Und hier sind auch welche in der Schleife. Das ist der Speer, das ist der Pferdebogner, dann bilden wir hier auch nochmal aus. Und was steht da? Ja, mein Imperium, ist klar, das haben wir hier. Aber das ist ja jetzt nicht das Entscheidende, ne? Oder kommt deswegen keine Truppe? Also die Einheit, die schicken wir definitiv schon mal nach hier. Auf, auf! Und hier haben wir auch so eine Einheit. Na, jetzt sind die auch schon unten angegriffen worden wahrscheinlich. Von den... Keine Ahnung. Von den Wölfen. 200 Wölfe fleischen jetzt gerade meine Truppe weg. Da kommen wir da unten noch nicht mal raus. Ist der Hammer, oder? Allergien sind gegen uns zurzeit. Gut. Dahin. Bauwaren fehlen, okay. Das waren jetzt diese. Holz fehlt und Metallwaren. Ja, das ist hier gleich erübrigt sich, ne? Die eine ist weg, die haben richtig zugeschlagen. Waren sogar drei Einheiten nachher noch. Und hier sieht's... Naja, hier läuft was. Okay. Die Landwehr. Den malen wir noch aus. Und... Dann kommen ein paar Einheiten mehr. Sind ja schon zwei. Okay. Wir reiten los. Dann lass die mal dahin reiten. Vielleicht sollten wir mal bis hierhin schon mal vorreiten. Aufsitzen. Falls da einzelne Truppen irgendwo herkommen, dann können wir die schon mal da abfangen. Pferdebogner sind ja relativ zügig da. Das ist auch so ein Problem wahrscheinlich. Die Billenmeister, die sind zu Fuß unterwegs, die brauchen ewig dahin, ne? Okay. Ist nicht so weit. Er befindet sich sofort im Kampf. Hier direkt vor der Stadt schon die ersten Wölfe. Glücklicherweise nur so ein paar. Die anderen sind ja auch hier oben noch, ne? Gut, die haben wir gleich geschlagen. Dann geht ja schon mal was. Können wir die schon zurückbringen dann, oder? Ist nicht so weit. Regenerieren die sich nur in der Stadt wahrscheinlich? Komm, dann lässt du erstmal wieder da rein und gucken, ob die sich regenerieren. Ja, machen sie nur in der Stadt.
jeden Fall sind es gerade mehr geworden, meine ich, ne? Passiert was oder passiert nichts? Ja, es passiert was, okay. Auf dem so, Weg. Dann mal zum nächsten Warenhaufen erstmal. Weil da kommt nämlich schon einer. Aber die sind sofort kaputt. Das ist schon mal gut. Ist nicht so weit. Wir schleichen los. Da ist eine Ruine. Auf dem Weg. Da ist auch ein Warenhaufen. Jetzt holen wir uns gerade erst die Warenhaufen, weil das ist bares Geld hier auf dem Weg, ne? Wir schleichen los. Wir schleichen los. Okay. Gut, den haben wir. Auf geht's. Wir schleichen los. Ja, ist auch ein Warenhaufen. Holen wir mal das ganze Geld zusammen, ne? Und dann, die an der Wegkreuzung sind nicht mehr da, oder wie sehe ich das? Moralverlust, alles klar. Tja, dann können wir die da auch hinmachen. Weil die werden auch gleich Moralverlust haben, da brauchen wir dann nicht drüber reden, ne? Die auch noch dahin. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt Moralverlust hatten, aber naja. Hier ist nur noch einer unterwegs. Bilden wir aus. Bilden wir aus. Bilden wir aus. Bilden wir aus. So, in Izmir haben wir noch die. Ausbilden. 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 Und den nicht ausbilden. Gut, dann haben wir da auch welche. So, wie viele Einheiten sind das jetzt hier? Reichlich, ne? Das ergibt aber keinen Moralverlust zurzeit. Auf, auf! Wir reiten los! Ab zur Furt hier erstmal. Doch, es sind welche mit Moralverlust unterwegs. So diese zwei haben Moralverlust. Kriegen wir die hier runter? Weil ich glaube, die regenerieren vielleicht nur da, oder? Weiß ich jetzt nicht. 105. Aufsitzen. Mal da zur Wegekreuzung. Uns reicht's. Uns reicht's. Oh, alle. Alles klar. Okay, das bringt dann uns auch gerade nicht weiter, ne? Dann bringen die auch zurück. Auf, auf! Und wo sind die anderen jetzt hin, alle? Sind die wahrscheinlich überall verstreut, ne? Auf, auf! Aber können die das da überhaupt? Ne, lass uns das mal da machen. Vielleicht läuft es da besser. So gut wie da! Laufen die los? Ne, nicht wirklich. So gut wie da. So erscheint mir, als ob das dann nur funktionieren könnte, indem wir angreifen. Auf, zack. Auf. Anders funktioniert es wohl nicht. Die auch da ist hoch. Nicht so weit. Und in Izmir sind auch noch Truppen. Schicken wir da auch gerade hoch. In der Hoffnung, dass die an den Wölfen schnell vorbeikommen, ne? So gut wie da. So, und die sollten jetzt auch dahin.
keine Kampfstärke, ne? Sicher. Okay, die ist neu entstanden wohl. Bringen wir die dahin. Okay, erledigt. Auf geht's! Die beiden Truppen haben keine Moral. Auch schön. Wie sieht's mit der Belagerung aus? 1300 Truppen. Da kannst du nur immer weiter ausheben, ne? Die Landwehr noch dazu holen. Ja, der muss laufen, da hat er keinen Bock zu, ne? Habe ich mir schon gedacht. Der sieht auch so aus. So. Und jetzt haben wir da noch einen von gemacht, naja. Ich weiß jetzt nicht, ob die vorrangig benutzt werden, wo Hilfe von da zu erwarten ist, ne? Ist gebongt! Ist gebongt, gut. Und hier sind keine mehr drin. Ausbilden. Ausbilden. Den nicht ausbilden. Den ausbilden. Bildenmeister ausbilden. Und den auch ausbilden, gut. So, kommen die noch oder kommen die nicht? Keine Moral. Einheit auflösen. Okay. Alle Mann zum Gasthof. Die ziehen nachher alle runter, ne? Alle Mann zum Gasthof, der war ja cool. Ja, da sind 105 Leute, die will ich jetzt nicht auflösen. Wird nicht lang dauern. So, Odessa ist bei 68.000, 6%. Naja, es wird lange dauern. Vor allem dann, wenn unsere Truppen nachher, na, tschüss sagen. Okay, hier fehlt es an Rohstoffen. Und da wahrscheinlich, ja, ne, da ist sogar eine fertig gerade geworden. Auf jeden Fall nachziehen. So, und dann müssen wir auch langsam gucken, dass der Unterhalt uns nicht ausgeht. Es sind nur 7%, ne? Es ist nicht so toll, in Anführungsstrichen. Es dauert ewig. Und wir haben nur noch 800 Leute hier stehen. Das ist das Problem. Okay, hier können wir auch noch ausbilden, wusste ich jetzt nicht. Da ist keiner mehr. Und in Izmir auch nicht. Aber hier fehlt es an Rohstoffen, ne? Wieder einen mehr machen. Müssen auf jeden Fall immer dranbleiben, ne? Dass wir genug da haben. Die kommen da raus und haben schon Moralverlust. Hammer, oder? Und habe ich jetzt falsch ausgewählt gehabt? Eigentlich nicht. Oder? Doch. Der Weg ist das Ziel. Na, jetzt haben wir die ausgewählt, auch egal. Die sind immer noch mit Moralverlust hier unterwegs, ne? Alles klar. Weißt du was? Das können wir uns dann sparen. Was sollen wir mit Urlaub? Ja, könnt bleiben, wo der Pfeffer wächst. Machen wir! Ne, das war verkehrt. Da wollen wir hin. Was sind nur noch 288 Truppen da? Oh Mann, Mann. Das...
durchhalten. Das rattert so schnell runter, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So gut wie da. Barnabas hat ja Truppen hier. Deswegen sieht's auch so schlecht aus, ne? Und da kommen sie wieder, guck. Der hebt immer noch Truppen aus. Und der hat mehr wie wir und deswegen gehen wir ja auch kaputt. Okay, da sieht es ein bisschen besser aus, aber auch nicht richtig. Sicher. Die Frage, ob da noch Truppen frühzeitig ankommen. Oder rechtzeitig, nicht frühzeitig. Auf, auf! Hier unten läuft nicht gerade viel. Hier ist ein Speer, den wollen wir nicht. Pferdeburg, ne? Weiter geht's. Und holen wir so einen Kameraden auf dem Pferd. Haben wir hier nicht, alles klar. Das war das, was wir noch ausbilden müssen dann. Okay. Oh, wie sieht's hier aus? Mogner hinterherjagen. Da ist eine Einheit auf jeden Fall fertig. Die muss auch sofort dahin. Auf geht's! 108. 294. Es sind ja noch reichlich hier drumherum. Man täuscht sich nur so ein bisschen, aber viel ist es trotzdem nicht, ne? Jetzt mir geht's nicht voran. Haben wir noch woanders Möglichkeiten? Nein. 100 Taler haben wir nur noch, das heißt, es ist gleich schlecht. So, zack, schnell dahin. Auf geht's! Aber das sind nur 11%, ey. Aber die anderen Truppen sind jetzt erstmal weg, ne? Und wieder welche kommen, die wir da hochschicken können. Was? So weit? Und die können da auch hoch. Auf geht's! Ja, okay. Aber ich denke mal, wir machen hier erstmal eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.